Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Shifting Worlds mit Goro, wir sind in Schleide, yay! Yay! Wir wollen mal gucken, was für ein Typ die Arena hier hat. Ah, hier kann man seinen Pokémon noch Massage geben. Also ist nichts Geiles. Doch noch nicht alles gesehen. Doch noch nicht alles gesehen, ich hab gelogen. Die Arena ist voller Frauen. Und rechts daneben, warst du in dem Haus auch? Nee, in dem Haus war ich nicht. Dann guck ich da mal. Ich guck mal, was die Arena ist. Mich überrascht ein Schwarzgurt. Der Karate-Vierer. Ach, der eine will mir hier so ein. Der macht dieses Rätsel. Und dann kriegst du einen Münzkorb, der dir eh nichts bringt. Ach so. Oh. Schwierig. So, welchen Arena-Typ hast du? Schwierig, ist auch wieder ein Zweier-Typ. Ah, okay. Welche stehen denn zur Wahl? Kampf und Feuer. Oh, also Logok oder was? Ja, Panpyro. Wie sieht das auf dem Weg zum Stimmt? Die Arena ist vom Typ Kampf, ne? Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich stimmt. So, wir kämpfen mal hier gegen den. Ey, die Arena sieht ganz anders aus als in Dingens, ne? Mhm. Okay, mal gucken. Schwarzgurt Darius. Oh, Hunduster. Also entweder Unlicht oder Feuer bei mir. Mhm. Dass die auch immer so Doppeltypen haben müssen, ne? Die gönnen sich immer richtig, ey. Hitzekoller, oh mein Gott. Enkeschmied, was ist das denn? Eine Unlichtattacke, glaube ich. Spezialangriff von Hunduster steigt, okay. Wurst ist verwirrt. Lol, ich habe gerade Furienschlag gemacht und das trifft ja 2 bis 5 Mal und der erste Furienschlag hat Hunduster einfach schon fast gekillt. 600 Erfahrung, krass. Eruption, ich glaube, das ist... Ja. Alles klar, Feuerarena, Magby. Oha, da ist ein Kamerob drin. Scheiße, stimmt! Oh nein, nicht schon wieder! Scheiße, stimmt! Alles klar, Leute, letzte, stellt euch auf eine Stundenfolge letzte ein. Letzte Folge hast du das noch gesagt. Ich wusste halt, ich dachte halt nicht, dass es wirklich passiert. Ah, dann habe ich es hinter mir. Der hat nochmal ein Panpyro. Lol, ich bin trotz Paralyse schneller als Magby. Ich hab meinen Stuhl gerade auseinandergebaut, warte kurz. Bist du umgefallen oder wie? Nee. Ja, so ein Fußteil ist abgefallen. Gleich hört man nur noch, wie alles zusammenbricht. Gleich bricht alles auseinander. Okay, eine Feuerarena, Leute, wo wir mal wieder nicht mit Wasser kämpfen können, wenn wir Pech haben. Los, Terrence. Ey. Ich hab da überhaupt nicht dran gedacht und Goro hat mir wieder den Tag versaut. Also hier, Voltenso hat ja eine Wasserattacke, er hat ja hier, wie heißt das, Octazooka. Ja. Aber die hat halt nur eine Genauigkeit von 85 oder so und das haut immer daneben. Immer wenn man es braucht, zumindest. Wuchtschlag, ja, dann war es das jetzt, glaube ich, für Voltenso. Yo, nice. Ein KP hat er noch und ist verwirrt. Der hätte doch den Ruckzuck-Hieb machen können. Der trifft sich doch selbst oder die Attacke geht daneben. Wer denn? Voltenso. Ja, trifft sich selbst. Auf dich selbst zu schlagen. Also ich hätte ja was jetzt hier effektiv ist gegen Panpyro, ne? Aber Shillock kann halt nicht die Arena alleine clearen. Oh, meiner kämpft jetzt gerade mit Panflam. Ich habe irgendwie Angst, dass ich auch eine Feuerarena habe. Bei dir weiß man es halt immer noch nicht, ne? Das war mal Panpyro. Alles klar, Panflam springt einfach in die Luft. Was soll die Scheiße denn? Tot. Geil. Eruption, Alter. Krass. Erektion. Erektion. Die berühmt-berüchtigte Attacke. Das war ein Volltreffer. Hänsel ist nicht mehr verwirrt. Das passt ja. Flammenrad, okay. Also ich gehe gleich erstmal heilen, weil bei mir wollen 2 Pokémon schon besiegen. Ja, bei mir auch. Aber ich bin auch ein bisschen unterlevelt für die Arena. Ich weiß auch gar nicht, der Arena-Leiter mit Level 30, wenn das ein Kamaub ist, ey, dann... Oder ein Kamerub sogar, dann bin ich tot. Brauche ich gar nicht antreten. Ich habe halt Angst, dass mein Shillock halt überlevelt, weil er Level 27 schon ist. Na, das ist viel.
Zumal du den vielleicht in der anderen Arena auch nochmal brauchst. Mhm. Da kann ich dann ja vergessen. Ich frage mich, welche Typen die anderen hatten. Das ist immer das Lustigste zu wissen, welche Arena-Typen das sind. Eugen habe ich besiegt. Eugen. Achso, ich war bei wem anders? Ich war bei dem ganz links. Ich war dem in der Mitte, der hat drei Pokémon. Ja, der links auch. Oh nice, da haben die alle drei Pokémon oder was? Die wollen uns auf den Sack gehen. Komm jederzeit wieder. Alles klar, Schwester Joy. Hast meine Nummer. Auch für private Zwecke darfst du sie besuchen. Ich hab da so einen Furunkel am. An der Leiste. Gut, dann gehe ich jetzt in die Mitte. Wobei, der hatte, glaube ich, nur zwei Pokémon. Ich hab gelogen. Zwei? Der hatte nur Alter, alles klar geworden, gelogen. Der Eugen. Ey, bei mir hat er auch Pampyro. Wir haben dieselbe Arena. Dir, ne? Also wenn, ja gut, der links kann ja bei dir, obwohl doch, wenn du Feuer bist, kann er ja auch Magby haben da. Ich guck mal, ich bin ganz links gegangen jetzt. Ich habe meine Pokémon immer noch nicht getauscht. Drei Pokémon, Pampyro. LOL, das war ein One-Hit, scheiße. Er fängt auch mit, das ist die Pampyro-Arena. Okay. Jeder hat Pampyro. Die gab's im Dutzend billige. Also kein Latios diesmal. Vielleicht haben sie dann bei dir jetzt Lavados, gleich Lavados, Entei, und, Grodon. Grodon ist Boden, du Noob, ey. Aber der, ist er nicht Bodenfeuer? Nein. Oder ist das nur in seiner krassen Mega-Form? Achso, oh, in seiner Stimme. Könnte sogar sein. Nebenschelle. Pampyro setzt Eruption ein. Wenn er jetzt nochmal ein Pampyro hat, dann fange ich an zu zweifeln an der. Oh, Arena. Scheiße, der macht Überwurf. Das tut weh, glaube ich. Macholo, das ist eine Kampfarena. Oh, okay. Also ist es bei dir eine Kampfarena, so wie es auch vorgesehen war. Nice. Aber mit sehr vielen Pampyros. Ach Mensch, Pampyro, hör doch mal auf, die Leute zu töten. Himmelhieb. Schockwelle. Wurst setzt Donnerschock ein. Die alte Wurst. Ja, nice. Dann muss Shilock ja doch nicht überleveln. Alles cool. Alle können sich beruhigen. Hast du irgendein Psycho-Pokémon oder so? Geist habe ich. Na gut, Geist ist natürlich auch geil, ne? Dann wärst du nicht getroffen. Ein Karpilz hat er noch. Ah. Oh Mann, ey, ich habe so Angst, dass der Arenaleiter. Weißt du, aktuell haben die ja so ganz Pokémon, die in Ordnung sind. Hab echt Schiss, dass der Arenaleiter wieder so übertreibt und einen Kamerupt hat, ey. Oh Mann, ey. Dreimal Kamerupt. Dreimal, ja, ey. Dann höre ich auf mit dem Projekt. Dann beende ich meine Folge, aber vorher dann, ne? Ja, besser ist es für dich, ey. Das ist die Watchtime im Arsch, Alter. Wenn ihr weiter gucken wollt, guckt bei Grants vorbei. Der hat gerade einen Livestream. Ja, nein, der streamt das. Oh, Magby, du alter Noob, ey. Macht er einfach Glut. LOL, die Glut tötet mich ja fast. Ist Käfer nicht auch effektiv gegen Kampf? Ja. Mein Sneebel hat eine Käferattacke. Obwohl, nee, halt, warte, ich glaube. Ja, ich verwechsel das immer. Doch, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Find's raus. Das ist ja Vierfachschwäche gegen Karpel. Wieso kann Magby Zauberblatt? Kennst du nicht, dass Magby was so Blätter aus seinem... Ja, aus seinem Hut zaubert. Finalschlag hat Karpel. Nice. Hat mein Vieh fast gekillt. Wenn ihr euch wundert, warum ich Kleid reinpacke, Leute, weil ich den Karate-Kick machen will. Ich gehe wieder heilen. Den Sprungkick. Ich gehe jedes Mal heilen, nach jedem Dings. Ja, ich glaube ich auch. Aber interessant, dass der Dreier-Typ irgendwie leichter zu sein scheint, weil eben war ich auch vor dir fertig und jetzt habe ich gerade erst gegen Eugen gewonnen. Ich bin so hungrig. Ich bin auch hungrig. Schnapp dir einen Snickers, ne? Junge. Hast du schon gegessen? Ja. Ich noch nicht. Hast du nicht gesehen, weil ich dir die Nachricht geschrieben habe?
Ich war heute auch um 7 wach, aber ich habe mich dann nochmal hingelegt und um 8 fingen die anderen Rasen zu nehmen vom Dings. Jetzt habe ich dann nochmal ein bisschen was bei Amazon bestellt, weil heute kam ja Geld. Über mein Reflink? Über deinen Reflink, ja. Kontrolliere ich gleich. Na, guck mal, wie ruhig ein paar LAN-Kabel habe ich bestellt. Klar. Und so. WLAN-Kabel habe ich bestellt. Und so Schutzkabel, damit meine Katze nicht die Dinger durchbeißt immer. So eine Fake-Kabel, so die du einfach hinlegst. Nee, dann. Keine Fake-Kabel, das sind hier so eine Kabel für hier gegen Marderbisse. Ach so. Fürs Auto. Okay, ich gehe jetzt zu dem ganz rechts da. Du auch? Ja, der hat mir DT. Mal schauen, was er bei mir hat. Zermalklaue? Was ist denn das für eine Attacke? Aber müssten wir ganz gut schaffen. Ich glaube, es sind noch zwei. Oh, der Klodwig hat bei mir nur Magby. Lol. Und Magby war eben mit dem Furienschlag fast tot, also mache ich auch wieder einen Furienschlag. Magby Level 28. Lol. I lolled. Ach, come on, Mann. Das scheiß Medita hat noch ein HP und killt mein Voltenso. Das ist aber nicht wahr. Jetzt setze ich Zyklop ein hier. Just for the lols, wenn du mich nicht triffst. Oh, die Glut ist so stark irgendwie, Arsch, ne? Du Arschkopf, Alter. Oh, hat keine Wirkung auf Dorothy? Oh, schade. Spukball. Friss bitte das, dreimal Alter. Treffen. Es geht daneben, Goro. Mann, ich wollte Curry leveln. Curry. Ja, dann muss ich theoretisch Terrence nehmen. Ich weiß nicht, also mein Terrence ist nicht so geil, habe ich das Gefühl. Langsam, mein Knackleon, das ist nicht stark. Es gibt aber auch nur noch die Trainer hier, ne? Die paar. Und einer ist, glaube ich, noch da ein bisschen. In der Mitte ist noch einer, weil er sagt, die sagten ja, das sind die vier Kampf-Karate. Wir sind die vier Freunde. La 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 la. Han and George. Xanax und Grants. Steffi und Goro. Und Tuska der Hund. Achso, okay. Und Boster, der Hund. Vielleicht kriegst du wieder einen Nackenklatscher, ey. Bestimmt. Maschok. Guck mal, Maschok, da ist es wenigstens eindeutig, was für eine Arena das ist, aber nicht Panpyro 8-mal. Oh, Maschok wurde zurückgerufen. Lucario wird eingesetzt. Lucario ist auch ein guter. Sprungkick. Eisenschädel macht er. Oh, das trifft Dorothy sogar. Oh, das killt Dorothy sogar. Echt? Lucario, das Übertier. Also ich habe Magby besiegt. Ist halt auch so geil, dass sie alle Magby haben und nicht Magma oder so, weißt du? Nee, die müssen alle Magby haben. Auf Level 28, als ob sich das noch nicht entwickelt hätte. Ich meine, kann ja sein. Der Randomizer. Der schreibt die besten die Geschichten, ne? Ja, ja. Der schreibt echt die besten Geschichten, wo ich wieder immer richtig kacke davon komme. Capoeira kriegt wieder 1000 EP. Von Lucario. Capoeira ist echt ein richtig gutes bei dir. Capoeira ist das Beste, was ich habe, glaube ich. Ist das Beste, was dir hier passiert ist. Den werden wir auch nicht tauschen. Also dein Pikachu mit Schwebe wird auch nicht gehen. Nö, das würde ich auch behalten. Da habe ich kein Problem. Also mit. Alle anderen könnte ich drüber nachdenken, dass man die austauscht. Aber Capoeira? Nee. Niemals! Niemals! Lieber sterbe ich, als dass ich Capoeira ablege. Ich hasse Prank, Bro. So, ich gehe zu dem vierten, Leute. Ich auch. Der hat Karpilz und keine Ahnung, ist alles besiegt hier. Echt, hast du den vierten schon besiegt? Ja, den vierten habe ich gemacht. Gehe ich nochmal heilen und trinken. Achso, ich war gerade heilen nämlich. Hat er nur eins? Ne, drei hat er. Drei hat er. Ich war nicht heilen. Ich habe gesagt, komm, was soll's. Okay, er fängt mit Schneckmack an. Das ist noch in Ordnung. Kamaub. Komm, die Arena-Leiterin hat einen Kamaub. Nein, die ganze Arena hatte bisher noch keins. Also bitte da bleib das. Da muss ein Kamaub so drin sein. Lol. Kloppt den Daumen nach oben, wenn ihr sagt. Ach, scheiße, Schneckmack ist ja Stein. Grants kriegt gegen die Arena-Leiterin ein Kamau. Wieso können? Das ist unlogisch. Schneckmack kann einfach Rankenhieb. Wieso ja, mein Voltenso kann auch Octazooka und mein
Mein Schiller konnte auch Hitzekolle. Ja, also, aber Magpie konnte Zauberblatt, der kann Rankenhieb. Ist es eine Feuer- oder eine Pflanzenarena? Ist vielleicht eine Feuer-Pflanzenarena. Gibt es eigentlich Feuer-Pflanze? Feuer-Pflanze gibt es nicht, nee. Oder? Nee. Würde ja gar keinen Sinn ergeben. Aber vielleicht ein legendäres oder so. Gibt doch alles. Gibt auch Feuer, Käfer. Stimmt. Nice, man kann endlich Hypertränke kaufen. Gönne ich mir gleich erstmal 30, ey. Wenn Schneckmack kommt. Nee, hier nicht Schneckmack, sondern Karma. Ich gönne mir erstmal 15. Furienschlag. Beleber kann ich auch mal gut gebrauchen, aber hier bis jetzt auch noch nicht. Stimmt, Beleber dürfen wir jetzt ja hier wieder nutzen. Hat der andere denn hier Bälle? Ah ja, wir brauchen. Jo, warum haben wir denn bis jetzt keine Superbälle gekriegt, sondern jetzt gibt's hier Hyperbälle? Jetzt kommt wohl Nona. Das ist nicht so schlimm. Ach schade, Hyperbälle, dann kommt mir nur 6. Und Vulnona kann Fauna-Statue. What ist mit diesem Feuer-Pokémon los in meiner Edition? Merkt ihr, wie Grant sich so künstlich aufregt? Nein, ey, das ist doch nicht nett. Und er hat damit Curry besiegt. Curry war nicht darauf vorbereitet, dass eine Pflanzenattacke kommt. Ich habe das, was ich nächste Folge machen muss, also shoppen, auch jetzt schon erledigt im Übrigen. Das durftest du nicht. Das geht dich gar nichts an. Ich mach was ich will. Seelenpartner. Ich stehe jetzt vor der Arena und gucke rein. Die Arena ist nämlich voller Frauen. Waren eigentlich alles Männer? Mhm. Oder bist du in Thailand? Ich bin in Thailand. Oh, man kann schon etwas hören. Bald schlüpft es. Oh, vielleicht schlüpft es diesmal noch. Oh, ist jetzt so ein Marathonläufer hier vor der, vor der Arena so. Brütet sein Charnera aus. Leute. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad hier die ganze Zeit hin und her. So, die Genauigkeit sinkt weiter. Ich mache trotzdem lieber einen Ruckzuck-Hieb. Eigentlich möchte ich nicht, dass Terrence stirbt. Der braucht Erfahrung. Das wäre so ein Highlight für mich, wenn das noch mit dir zusammen schlüpfen würde, ne? Das wäre ich auch gespannt. Okay, die Attacke ging daneben. Nice. Och, guck dir das an. Man kann schon was hören, Leute. Was hört man denn? Blub, blub. Vulnona ist besiegt. So, und wen hat er jetzt als letztes? Yay, Level Up für Terrence, endlich. Wenn aus dem einen. Was machst du, wenn aus dem einen Mew schlüpft? Dann sag ich halt, ja, Eier zählen ja nicht. Eine Attacke vergessen. Oh, Terrence lernt übrigens gerade den Knochmerang. Den Knochenrang? Den Knochmerang. Ach so. 40, 100, 40, 100, aber physisch. Oh, er schlüpft! Oh, okay. Damit starten wir nächste Folge. Hey, ich muss noch ein Pokémon besiegen. Ja, ich kann jetzt nicht. Es schlüpft und... Es ist ein Vonneira, also ein Shiny. Ah, okay. Ja, dann ist es nicht randomized. Möchte ich am Spitzen. Nein! Nein! Oh, ich hab mich verklickt. Da hat er sich verklickt, Leute. Das wird in die Annalen eingehen, wie er sich verklickt hat. Und ein One-Hit fast macht auch. Toll. Mann. Da habe ich extra das Ei ausgebrütet und es ist ein Shiny geworden. Ah ja, wir brauchen Eier, hat Goro gesagt zu mir. Hättest du auch mal ruhig randomizen können, Alter. Weißt du, wie viel Aufwand das eigentlich ist? Was, die Eier auch noch zu randomisen? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wusste überhaupt nicht, dass man hier auch ein Ei kriegt. Schockwelle. Vor allem, weißt du, die Boxen von Xenix und von Steffi sind total leer und bei uns ist die total voll. Ja, die haben ja auch nur eins weniger als wir gefangen. Die ganzen coolen Pokémon, die ich hätte mitnehmen können. Ich hätte gern eigentlich Onix mal mitgenommen. Plinfa, Stolonior, Caputo, Fukano. Marius wurde besiegt. Anton, Meditalis, Ladybar, scheiße. Hey! Terrence entwickelt sich. Nein! Ich habe wieder einen Vibrator. Vibrava, meine ich. Voll überraschend, dass es jetzt so Vibrava wird. In hier, wie hieß es denn nochmal? Fire Red, Randomizer, GG, Deluxe, Deluxe. Nein, in dem, okay. In Minecraft hier. Pixelmon. Pixelmon, genau. Da hieß er doch Flygun.
auf Englisch. Und hat immer so Flygon gemacht. Wie brava. Hätte er sonst Flygon. Ja, nice, Leute. Ich bin ein richtiger Pro in diesem Spiel. Möchtest du offscreen heilen und dann können wir zur Arenaleiterin? Okay, dann machen wir es so, Leute. Ich heile offscreen. Goro geht zur Arenaleiterin. Das will ich mir nicht anschauen. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Tschüss.